Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Gear Collector Track Day. Ingo, Ford Pressesprecher. Hallo Philipp. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute dieses Fahrzeug. Ja, ihr kennt den Mustang schon. Das ist jetzt Sondermodell Dark Horse. Und ich darf ihn tatsächlich auf der Rennstrecke fahren. Ich habe im letzten Video das ja so ein bisschen offen gelassen, ob ich damit mal Rennstrecke fahren darf. Genau. Und deswegen finde ich es umso geiler. Erstens, dass ich darf und zweitens, dass ich auch noch die, ich sag jetzt mal vorsichtig, Top-Version bekomme. Ja. Und hier bist du fahren darf. Ja, wir haben Versprechen gehalten. Und es war tatsächlich so, ich bin wirklich mit ganz wenig, also ich bin wirklich offen und mit wenig Anforderungen an den Mustang angegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Auto hat mich schon überrascht. So, kann man so ganz offen sagen. Was mich am meisten überrascht hat, ist die Community dahinter. Das ist wirklich krank. Also, die ist riesig. Egal an welcher Tankstelle ich anhalte, die Leute kommen an und fragen, ob sie mal ein Foto machen können und so weiter. Und ganz ehrlich, ich wurde auch lange nicht so viel auf ein Auto angesprochen, wie auf dem Mustang. Also das Problem wird einfach sein, dass die Schnittmenge aus so, ich sag jetzt mal, der Community, dem Auto, meiner Community, die ist wahrscheinlich noch nicht so groß, weil, wer kauft so ein Auto normalerweise? Wie sieht so der Durchschnittskäufer aus? Es ist durch die Bank. Es sind die autofanatischen Fans, die kaufen sich, die es sich leisten können. Ja. Es sind aber auch die gehobeneren, die einfach einen Mustang, die einfach einen V8 fahren wollen. Weil, so. Wer zum Beispiel auch Riesenfan war, mein Vater und der Nachbar, die auch gleich, oh geil, der neue Mustang und so weiter. Ja, der V8-Motor, der zieht natürlich. Ja, ja. 5 Liter, geht immer. Ja. So, jetzt, ich habe ja ein GT. Also GT ist ja eigentlich, ist das ein richtiges Modell GT oder nur eine Ausstattungsvariante? GT war immer der V8-Motor, aber wir bieten jetzt in Deutschland nur noch den V8 an. Also es gibt nur noch einen Mustang GT und den Dark Horse. Und Dark Horse ist dann ein Upgrade darüber? Bisschen für die Rennstrecke, ein Upgrade darüber, ja, absolut. Bisschen besser abgestimmt, ein bisschen mehr Leistung, Fahrwerk besser abgestimmt. Also nochmal eine Stufe über dem GT. Wie viel Leistung hat er? 453 PS. Klingt so, ne? Nee, nein, ganz anders. Was natürlich als erstes auffällt, ist der Spoiler. Der ist bei dem Dark Horse immer dran. Ja, der ist eher nicht. Auf jeden Fall krasse Farbe. Ist das eine Serienfarbe bei dem Dark Horse? Das ist Blue Amber. Nein, es ist keine Serienfarbe, aber das ist die Launchfarbe, wie wir das Fahrzeug vorgestellt haben. Die gibt es auch nur beim Dark Horse. Krass. Und dann, was halt sofort auffällt, ist, die Frontpartie ist auch anders. Frontpartie ist anders. Das schwarz abgesetzte Dark Horse ist anders zum GT. Ja. Die ist komplett beim GT lackiert. Hier ist sie schwarz abgesetzt. Ja, ja. Und dann halt dementsprechend auch noch ein bisschen Dekor. Ja, schwarzes Dach. Ist auch Standard. Ist auch Standard, ja. Das heißt, gegenüber meinem, den ich jetzt die letzten Monate gefahren bin, ein bisschen mehr Leistung, Optik, anderes Fahrwerk. Er hat ein Magnaride-Fahrwerk serienmäßig, was man beim GT auch als Option kriegt. Das ist identisch, aber hier ist es schon Standard und kommt. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ich denke mal, ihr baut diese Autos eigentlich nicht für die Rennstrecke, was wir heute machen. Nein, das ist richtig. Ich bin zwar Mustang-Fan geworden in Le Mans, weil die Dinger da so geil auf der Rennstrecke fahren. Ich glaube auch ehrlich gesagt, weil ich habe ihn ja gewogen und das Gewichtsverhältnis ist eigentlich echt gut. Und ich finde auch jetzt, wenn man mitfährt, dass die Traktion auch gefühlt wirklich sehr hoch ist, muss man einfach fairerweise sagen. Das heißt, ich glaube, so schlecht fährt er gar nicht, aber das werden wir heute... Wir haben ein bisschen mehr Gewicht auf der Vorderachse durch den Motor, aber ich glaube, es ist relativ gut ausbalanciert. Ja, aber das war erschreckend wenig, also es war schon fast an 50-50. Dann sehen wir auf jeden Fall andere Sitze. Die hätte es aber für den GT auch gegeben, den Recaro. Die Recaro-Sitze gibt es auch, ja. Sehr gut, Schalter, immer gut. Das Sechsgang-Schaltgetriebe ist ein anderes wie in deinem. Das ist das Tremec, mehr auf ein Rennsport abgestimmtes Getriebe. Weil das ist ein Punkt bei dem GT, merkt man halt, dass es hinten raus echt lang übersetzt. Ja. Der sechste Gang ist ja gefühlt wirklich nur noch dafür da, um auf der Autobahn dahin zu rollen. Richtig, ja. Deswegen bin ich echt gespannt. Ist hier aber immer noch. Preismäßig, wo liegen wir bei dem dann? Also ausstattungsmäßig? 72.500. 72 gegenüber 59. Genau. Der GT. Ja, richtig. Wie kommt der so an? Also jetzt so bestelltechnisch? Oder sind die überhaupt lieferbar? Aktuell schon? Kann man die Dark Horse bestellen? Absolut, ist lieferbar. Seit dem ersten Tag waren die lieferbar. Wir wissen auch nicht, wir haben gerade im 2024 das Produkt gelauncht, Anfang des Jahres. Wir wissen noch nicht die genauen Zahlen, wie sich das Verhältnis zwischen GT und dem Dark Horse verhält. Aber das werden wir jetzt bald sehen. Eine Frage, wie von dem Mach 1, von dem Vorgängermodell, weißt du noch die Preise von dem Fahrzeug damals? Wie viel ist der teurer geworden? Der Unterschied wurde übernommen, war genauso ungefähr 12.000 Euro. Und der Basispreis war? Basispreis war minimal niedriger, aber nicht weit weg. Ich höre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde bis heute, 59 für einen GT, ja. Das ist halt eine Autoliga, wo man halt sonst eher im Bereich Golf,
da kann man dann Golf auch für spezifizieren, ja, absolut. So, das muss man halt immer einfach dazu sehen, das ist halt einfach 59. Am meisten bin ich gespannt, wie die Bremse so funktioniert. Pirelli-Reifen ist auch okay, auch gut. Und ja, ich würde sagen, ich baue mal die Kamera, wie er sich fällt. Ja. Dann fahre ich mal ein paar Runden. I've been on goals since a kid. Now I got house full of kids. Where I keep winning is sick. Keep making that money flip. Also, erster großer Unterschied ist, man sitzt tatsächlich in den Recaro-Sitzen deutlich sportlicher. Das muss man schon sagen. Und der gesamte Dark Horse ist von innen deutlich, ist halt alles in dunkel gehalten. Anderer Schaltknauf, hier ist ein bisschen was schwarz. Blaue Nähte. So, jetzt gucken wir mal als allererstes unsere Modis hier an. Jetzt können wir nämlich bei dem Fahrzeug hier tatsächlich die Dämpfer verstellen. So, da haben wir adaptive Dämpfersport. Ah ne, guck, wir haben sogar, wenn wir auf Rennstreckenmodus gehen, haben wir sogar auch hier alles passend für die Rennstrecke. So, Traktionskontrolle lassen wir die ersten Runden mal an. Luftdruck 2.0, 2.1, es ist natürlich kalt. Viel zu hoch schon. Das wird auf jeden Fall gleich viel zu viel werden, da muss man eigentlich einmal ablassen. Aber jetzt geht es ja erstmal generell darum, wie fährt so ein Auto überhaupt auf der Rennstrecke? Kann man da überhaupt mitfahren? Funktioniert das gut? Ich persönlich glaube, der wird gar nicht so schlecht fahren. Und wir müssen auf jeden Fall auch aufpassen, der hat schon Brake-by-Wire. Das heißt, das Bremsgefühl wird mit warmer Bremse gleich bleiben, obwohl das Auto aber schlechter bremst. Lange keinen Schalter mehr gefahren. Also Bremse ist tatsächlich, wie ich es vermutet habe, echt stabil. Die Frage ist halt, wie viele Runden die das mitmacht. Hier ist natürlich jetzt mit dem Runterschalten geil. Ein bisschen weich. So, nächste Runde, es geht weiter. Wir haben ein bisschen Luft abgelassen. War leider gerade kurze Rotphase. Jetzt müssten wir hier so bei 1,9, 1,8 sein. Perfekt. Das heißt, jetzt können wir die ein bisschen heiß fahren auf 2,0. Und jetzt haben wir vor uns auch mal ein M2, was ja, glaube ich, eher so diese Liga für das Auto ist. Achso, ist ein Schirmauto, ne? Jetzt gehen wir doch mal auf die Jagd hier. Ah, krass. Guck dir mal, wie das gleich einlenkt. Das ist immer der Wahnsinn, was so ein bisschen Luftdruck ausmacht. Und schon fährt es dann auch ganz anders. Leider bleiben.
leistungsmäßig sind wir natürlich dem 2 überlegen, aber so, jetzt ist das krasse, guckt euch mal an, wie der Senna hier vorbeigeht. Ist das krank? Jetzt ist halt die große, entscheidende Frage, wie lange macht der Mustang das mit? Wann kommt der Punkt, wo die Bremse es einfach nicht mehr mitmacht? Also man merkt die 10 PS, die er mehr hat, auf jeden Fall beim Durchbeschleunigen. Da ist das Auto schon stärker. So, hier lassen wir jetzt im vierten einfach mal rollen. Fährt, das macht das Auto richtig gut. So, und dann gibt es halt auch diese GT3-Fahrer. Einfach brutal. Alter, da schiebt man nichts an mit seinem Mustang über die Strecke. Da kommt einfach von hinten ein Senna. Hier fehlt Punch. Aber der M4 hinter uns, den können wir auf jeden Fall halten. Die Reifen schon wieder heiß gefahren auf 2,2, müssen wir auf jeden Fall noch wieder ablassen, wieder auf 1,9 und dann kommt da wieder was, weil das ist ganz gefährlich, fährt man die Reifen zu heiß, gehen sie auch schnell kaputt einfach. Du machst immer Rundenzeit. Ja sicher, wäre ja nicht zum Spaß hier. Warte, hast du eine Rennfahrausbildung? Nee. Nie gemacht? Learning by doing, genauso wie Schrauben und so weiter. Reizt sich das nicht noch mehr? Ja, die Zeit. Die Zeit ist die Zeit. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, du wirst gleich erstaunt sein, was das Auto kann. Ja.
ist jetzt auch keine Werbung, sondern ist wirklich, man darf nicht vergessen, wir fahren ja auf Gear Collector Track Day. Gefühlt alle GT3, die es in Deutschland gibt, sind heute hier. Wenn man dann mal tatsächlich ein M2 findet, eben gerade war ein Auto von Schirmer, das heißt Semi-Slicks und so weiter, selbst die, also ich hatte einen M4 zum Beispiel ganze Zeit hinter mir, der hat mich nicht überholt. So, und das ist ja mehr so, ich sag mal, die Konkurrenz für so ein Auto, oder? Genau, absolut. So, und das macht das Auto wirklich, wirklich gut. Und auch, ganz ehrlich, das waren eben gerade so, also 10 Runden bin ich gefahren. Keine Wassertemperaturprobleme, keine Öltemperaturprobleme. Und ich wollte jetzt gerade einmal mir die Bremse von außen angucken, weil vom Pedalgefühl her hatte ich bisher noch gar kein Fading. Das war alles stabil, was ich fast nicht glauben konnte. Aber sie sieht auch tatsächlich von außen noch gut aus. Nee, ich bin tatsächlich in die Rennfahrerei nur so reingekommen, so sage ich mal vorsichtig. Hab aber bis heute mehr Interesse daran, die Autos schneller zu machen. Und ich sage die ganze Zeit immer, deswegen fahre ich auch meistens nicht so viel, ich werde automatisch mit schneller. Und es ist unglaublich, was Luftdruck ausmacht. Wir waren eben bei 2,3 und das merkst du sofort wieder. Also du musst wirklich diese Reifen so 1,9 bis 2,0 fahren, dann sind die in dem Fenster, wo sie hinwollen. So, jetzt ist es natürlich noch mal krasser, weil jetzt ist, glaube ich, die Race-Klasse, wenn ich mich nicht täusche. Und wo man halt auch echt aufpassen muss, ist die Autos drumherum. Guck mal, er fährt ohne Helm. Eigentlich verboten. Okay, er ist noch am Reifen warm fahren. So, ist leider eine Hin- und Her-Schalterei zwischen 3 und 4. Ja. GT2 RS. Und was das Fahrwerk sensationell macht, das zeige ich dir gleich, ist über Curbs fahren. Also da muss... Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt krass. Geva. So, auch die Passage. Wie das Auto. Danke. Ja, das war halt ein GT4S, ne? Mit Mantai-Paket. Klar, wer weiß, wer das Ding gerade fährt. Aber so, hier müssten wir eigentlich in eine 5, da lasse ich lieber rollen. Merkst du, wie gut das Auto so über die Curbs rüberfährt? Das ist, ist unglaublich. Also das muss man mit einem herkömmlichen Fahrwerk definitiv erstmal schaffen. Wir sind noch mit normalen Reifen unterwegs. Ja, es sind noch nicht mal Semis halt, ne? Einbremsen und wieder früh aufs Gas. Minimal zu spät eingelenkt.
124. Nur mal eine Sekunde geholt hier. Oh, F40. Den. Der Kurve habe ich immer Angst, innen reinzuschießen, weil da muss man sich auf die Leute dahinter verlassen. Und das kann klappen, muss aber nicht. Störend. Ja. Aber hättest du gedacht, dass das Auto so fährt? Nee. Ich merke aber auch, dass du es kannst. Und das ist wirklich bremstechnisch aktuell noch auf Safe. Liegt einfach an der Gewichtsverteilung, dass er das so gut macht, ne? So ist das schön. Vollgas einfach durch hier. GT3 RS hinter uns. Hier würde ich mir jetzt einen geilen Reifen wünschen. Reifentemperatur bleibt jetzt konstant. Wir sind mit 1,9 rausgefahren, ja. Und er bleibt bei 1,9. Das heißt, er wird nicht noch wärmer. Weil das ist unglaublich. Also du fährst über den Curb, das Auto macht so und ist direkt wieder da, wo es soll. Oder auch der Curb hier. Guck mal. Als wenn er gar kein Curb ist, ne? Das kann ihm weg. Das waren jetzt 20 Runden ungefähr. Also ich bin wirklich überrascht. Ist halt kein Rennreifen, muss man dazu sagen. Ne? Aber Bremse macht das tatsächlich mit und hat auch definitiv immer noch eine gesunde Farbe. Also sie ist heiß, aber sie ist noch nicht platt. Was sagst du? Perfekt. Ich glaube, der hat ganz gut performt. Du hast gut performt und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, also. Mit einem V8 zu fahren, ist immer, glaube ich, was Besonderes. Und, Wobei hier ist das Krasse, ehrlich gesagt, merkst du ja gar nichts mehr. So, weißt du, so mit Helm auf, hier, hör mal, mit solchen Autos, ob du da jetzt V8 drin hast oder nicht. Ja, ja. Aber was ich vermutet hatte und was ich definitiv sagen muss, was so ist, ist, er fährt extrem ausgeglichen. So, er hat, also Bremse ist eh phänomenal, weil halt einfach die Gesichtverteilung so gut ist. Einlenken auch gut und Traktion beim Rausbeschleunigen auch gut. Einzige, was, wo das Auto, aber es ist halt kein Rennauto, ein bisschen dran verliert, sind, dass es halt einfach nur ein Straßenreifen ist und die Spreizung von den Getrieben ist halt zu lang. Also man rührt immer so zwischen 2, 3, 4, das müsste tucken krackiger sein. Es ist kein Rennauto, es ist ein Auto für die Straße, auch für die normalen Fahrbahn. Ja. Wir sind jetzt mit zwei Leuten 2 Minuten 24 gefahren, nur um mal eine Referenz zu sagen. Ich hatte vorhin einen GT2 RS mit, ich sag jetzt mal, einem älteren Fahrer, der ist auch eine 2,24 gefahren. So, ne? Geht viel, viel, viel schneller. Aber ich glaube, damit man mit so einem Auto so M3, M4, M2, stehen wir im Weg? Wir sind sofort weg, ja. Damit man mit einem vergleichbaren Auto sind definitiv M2, M3, M4. Also ich muss wirklich sagen, Auto hat das wirklich super gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Wenn es nass wird, hat man, glaube ich, so richtig Spaß mit. Dann, weil Spaß. Dann geht die Drifterei los. So muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich 2, 3 Sachen. Ich würde noch nicht mal das Fahrwerk verändern, weil das, Alter, wie das Ding über die Curbs rüber geht, ist wirklich gut. Also wenn man damit jetzt noch mal deutlich schneller werden wollen würde, Getriebeübersetzung, andere Reifen, vielleicht andere Bremsbeläge und das war's auch schon. Vielen, vielen Dank für das Auto. Tschüss und bis zum nächsten Mal.